Schon mal du, super. Ja, was ich gesagt habe, das war die Bush-Regierung. Die hat aus vermeint aus der Klimakrise einen Klimawandel gemacht. Und es sind alle Worte. Und es ist wichtig zu wissen, dass wir hier nicht von einem Wandel reden. Es ist eine Krise, die uns alle bedroht. Und diese Demo zeigt, wie soziale Menschen sein können. Wir demonstrieren nicht für alle. Für klein, für groß, für dick, für dünn, für schwarz, für weiß, für gelb. Es geht uns allen was an und es wird uns alle erwischen. Und deswegen sind wir heute hier und werden gegen die Klimakrise demonstrieren. Schon in den 70er Jahren erkannten die Forscher, dass die Klimakrise eine ernste weltweite Bedrohung für Mensch und Natur ist. Daher wurde 1979 die erste Klimakonferenz in Genf eingerufen. Und jeder hat selbst gesagt, hören Sie auf die Wissenschaft. 23.000 Wissenschaftler weltweit unterstützen diesen Aufruf. 12.000 davon aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und dann gibt es noch so Zeitgenossen, die die Klimakrise ignorieren. Treibhauseffekt und die versinkende Atmosphäre der letzten 45 Jahre in Zweifel ziehen. Ich nenne Trump dafür, ja? Der mächtigste Mann der Welt. Ich nenne auch eine Partei, die AfD, für die es keine Klimakrise gibt. Nein.